Und wir gucken, wie Jan und Tim einen Geburtstagskuchen backen. Das klingt doch nach einer guten Idee. Das klingt doch nach einer guten Idee. Schön schauen, wie ein Geburtstagskuchen gemacht wird. Das ist eine gute Idee, ja. Der Geburtstagskuchen dann an der Stelle also. Hallo meine lieben Mini-Freunde! Klar. Hast du am Laufen? Ich lass es laufen. Egal. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren... Hallo? Hallo? Ja, es ist für dich. Okay. Hallo? Ha. Hallo? Ich höre aber nichts. Halt deine Fresse, Tim. Oh, das tut mir echt leid. Das ist jetzt richtig ekelhaft bestimmt. Kannst du bitte kurz Tücher geben? Was? Bro, ich hab dir nicht umsonst die Nummer von meinem Friseur gegeben, Tim. Bitte. Bitte geh zum Friseur, Alter. Was ist gerade passiert? Ja! Ja! Also, ja, jetzt wird's geil. Jetzt wird's richtig geil, Alter. Dankeschön, Leonard. Das ist irgendwie ekelhaft. Ich kann das nicht anfassen, ne, leider. Das ist nicht, ich hab ein helles Oberteil an. Ich hab Eierschale auf mein... Nicht draufdrücken! Ist das gut für die Haare? Das geht mir nicht mal ab! Kannst du mir bitte das... Soll ich die abmachen? Okay, ich mach sie doch nicht ab. Das Gute daran ist, ich habe keine Hepatitis. Hallo? Weiß ich nicht, Bro, weiß ich nicht. Hallo? Ja. Boah, jetzt du die Soße. Boah, ich glaub... Das Ei geht nicht weg, ne? Nee, das ist immer das so. Das ist doch überall. Gut, dass du allergisch dagegen bist. Oh, oh. Oh, no. Ach du Scheiße, was passiert jetzt? Was passiert jetzt, Alter? Was passiert jetzt? Warum hab ich das gesagt? Lauf! Lauf! Alter, warum, Junge? Ja, ich hab dich versaut. Ich hab dich versaut und du kleine Hure trägst unseren Mörd. Du trägst unseren Mörd. Hast du ein T-Shirt? Da hat der Teufel aber wieder auf andere Art und Weise reingekickt, Leute. Leichtst unangenehm, yeah. Weil ich mach bald Weißwäsche, ich kann das vorbehandeln. Du dumme Hure! Bro. Oh nein, Alter. Ich hab schon wieder die Tapete getroffen, ich muss ganz schnell präventiv handeln. Alter. Lisa-M2711 hat gewonnen. Lisa Sir Ricochet 44 wird dir nun eine Nachricht schreiben und gleichzeitig für dich deine Adresse einfordern. Du kannst ihm vertrauen und deinen Namen gibst du ihm am besten auch. Abgeranzte Wurst HD, danke schön für deinen Sub. Da auf jeden Fall mal die Adresse und deinen Namen weitergeben, dann schicke ich dir eine HyperX Alloy zu. Grüße gehen raus, die Raffle ist nun beendet. Hört auf, Raffle zu schreiben, sonst bann ich euch weg. Mal lecker. Alles okay bei dir? Aber du kriegst jetzt keine Allergie, oder? Nee, zum Glück nicht. Ich hoffe, du stirbst. Nee, das Alter. Schade. Schade, sagt er auch, Bro. Er nimmt die komplette Küche auseinander, Digga. Jan, Gisela. Jan? Dein Telefon ist kaputt. Alter. Sieh, was du angerichtet hast! Ja, ich. Das war jetzt eine kleine Unterbrechung. Wir sind, wie ihr seht, immer noch am Putzen. Ich hab Küken getötet! Bro, Alter. Curicum, danke für deinen Zap. Wir backen für meine Mutter zum Geburtstag einen Milka-Puddingkuchen mit Früchten. Ist es wirklich ein Kuchen oder eine Torte? Ja, mein Telefon musste gerade auch schon dran glauben. Du Sau! Der Kuchen besteht quasi... Wir schneiden noch ein paar Bananen. Das sind Lega und das mag der Specki. Genau, die wird mit in den Schokokuchen reingearbeitet, weil es halt ein Pudding-Schokokuchen ist. Dann haben wir noch die Früchte, die noch mit in den Teig kommen. Und die... Probier mal, sind die gut? Mann, Hypoboren. Thompson, danke schön. Sind die gut? Nein. Finger weg, du musst die testen. Die sind ja steinhart einfach, das kann man ja nicht essen. Das isst ja kein Mensch, isst ja einfach gefrorene Früchte. Kennt ihr das, wenn euch irgendjemand so sagt, so, ja, ich mach mir morgens so Quark und dann hau ich mir da einfach ein paar... gefrorene Blaubeeren rein. Ich denke mir so, Bro, du Psychopath, Digga. Red nicht, hör auf zu reden, Alter. Holy shit, Digga. Wer frisst gefrorene Blaubeeren, Digga? Habt ihr gehört, wie hart die sind? War das in deinem Mund? Das ist ja eh deine Mutter. Wie, das ist eh deine Mutter? Du siehst aus, als hättest du deine Ex geleckt, als sie ihre Tage hatte. Tim sucht nach wie vor nach einer rothaarigen Freundin. Meldet euch auf seinem Instagram-Profil. Hier eingeblendet. Dankeschön. Und Alter, das Ding ist wirklich, Jan ist geisteskrank kräftig, Leute. Jan ist wirklich ziemlich, ziemlich stark, Mann. Also den erstmal so ein bisschen von sich zu drücken, Mann. Das ist schon nicht wenig. Für Tim, Lexi, Rox, angenehm. Willkommen. Wir haben noch Smarties, die kommen dann oben drüber für die Deko. Ich habe mir da schon so ein kleines Deko.
Nein. Die gehen irgendwann auf. Die gehen das auf. Das hält. Nein, nein. Du bist so dumm, Tim. Du bist wirklich so dumm, Alter. Du bist so dermaßen dumm, Alter. Jeder kennt die Verhaltensregeln mit Gisela. Du kennst Jan schon so lange und trotzdem schaffst du es jedes Mal, dass er dich komplett hops nimmt. Ich hab verlernt zu reden. Ha! Ah, da kriegt wohl jemand keinen Kuchen. Gut, ich mach ich das mir weg. Ich habe noch ein paar gefunden. Hast du noch ein paar? Gut, die können wir lang in meinem Hintern. Lecker! Wir haben das Mehl vergessen. Ich habe Mehl hier tatsächlich. Oh. Okay, Leute, wünsche euch sehr. Das Ding ist, Tims Mutter wird ja safe gesehen haben, wie der Kuchen entstanden ist. Den würde ich einfach nicht essen. Ich würde sagen, danke, mein Sohn. Ich habe mir bei der Bäckerei gekauft. Viel Spaß bei dem Video. Ist zwar abgelaufen, aber passt schon. Die Alte von dem ist das. Seine Mutter ist übrigens Tequila Tina. Schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob wir es schaffen. Es ist einfach nur noch geisteskrank crazy. Wohin? Und ich meine Ohren. Wohin? Mund auf oder sonst in dein Ohr, Muschel. Ich hab meinen Mund doch auch. Boah, der hat's richtig reingedrückt, Digga. Irgendwann kriegt man es einfach nicht mehr raus. Dann ist es drin, ich sag's dir. Das können wir noch verwenden. Safe kann man das noch verwenden. Ich wünschte, du hättest keine Arme. Ich wünschte, du hättest keine. Nein. Nein, den brauchen wir für den Kuchen. Warum? Warum sagst du ihm das, Mann? So funktioniert Gisela. Hör doch auf, sie zu befeuern, Mann. Okay, also, Ich fress die Zutaten weg. Ich fress die Zutaten weg. Mehl, Puddingpulver und Backpulver in einer Schüssel vermischen. Eine, wie viel Milligramm? Ne, eine Tüte einfach. Koks. Na! Wir haben noch genau 4 Eier. Und rechts. Warum kommst du an wie das da, ja? Tja, das weine ich auch. Egal! Ich will, dass die Erdbeere mit dazu kommt. Nein! Komm nein, mit dazu! Nein, die ist aber noch zu viel. Ja. Komm mit dazu! Nein, nicht so viel! Ja, dann noch mehr. Nein, nicht noch mehr. Nein, noch nicht. Er hört auch einfach nicht auf. Bitte nicht! Alle! Das ist ein Bärenkuchen! Du hast meine Mutter gefickt! Das ist eine neue Info, das wusste ich auch nicht. Was geht jetzt so? Digga, das ist einfach nur noch komplette Madness. Ah, oh, da hatte ja die alte Fotzire Tage. Diese Kommentare, Alter. Ich wünschte mir, ich wäre so schlagfertig. Ich bin ziemlich schlagfertig, aber das, Leute, ist. Das ist too much. Ich wünschte, ich wäre das. Boah, es ist sauer. Ah, ja, es ist immer sauer. Das ist so schade um die Eier, da machen wir aber auf jeden Fall noch irgendwas mit. Ein Omelette oder so. Ja, das sagen wir so fürs Image. Ich verfütter das gleich an die Heroin-Junkies. Tims Adresse. Och Mann, Alter. Da wohnt nämlich der Tim. Egal. Bro, nein. Bitte, es ist für seine Mutter. Du hast nicht gedrückt. Doch, hat er. Hast du gedrückt? Ja. Nein. Bitte sag, dass du nicht gedrückt hast. Ja, das wird gleich untergemengt, das kann man noch erst. Du das schnell weg. Jan! Du das schnell du weg. Du kannst es doch jetzt nicht mehr essen. Ich hab nicht gedrückt. Wie Jan das auch noch einfach denied, Junge. Jan noch einfach denied. So, nein, Spiritus kann man noch essen. Super. Hast du dir als Kind dann nicht auch mal so in die Nase gesteckt und gedreht? Nein. Bitte? Wir müssen noch ein paar Bananen zermatschen für den Teig. Ach so, okay. Ja! Hallo? Was? Ja, ich weiß, Tim ist ein Hurensohn. Wo ist die Banane? In der DDR ist sie nicht. Das hätte die Zone. In der DDR ist sie nicht, Junge. Die Gisela ist so geisteskrank clever, Mann. Gabi nie gehabt. Die Zonen, Gabi. Aber sie wollte eine fette schwarze Banane. Bro. Wusstest du, in welche Körperöffnung ich die Banane vorher hatte? Also, Digga, es ist einfach nur noch Comedy Gold. Nein. Willst du es uns verraten? Besser nicht. Lass es geschehen! Du ekelhafter! Das ist halt das Ding, Leute. Gisela nimmt einen halt wirklich krank
hops. Wie gesagt, die Situation bei mir in Madeira war folgende. Er schreit, oh, Feuerlöcher, und ich renne ihm hinterher und dann sagt er, haha, verarscht, da war nämlich gar kein Feuerlöcher. Gisela ist so krank clever, guck, sie steckt mir das Ding, lass es geschehen und danach sagt sie, du Ekelhafter. Man kann nicht gewinnen gegen sie, es ist unmöglich. Ich warte, bis sie vorbei ist, dann mache ich interessante Sachen. Um die kleinen Spasti richtig zu triggern. Leute, es ist zu wild, Mann. Neue Raffle, let's go. Alle können mitmachen. Ich lache so behindert, weil ich habe noch nie gesehen, wie jemand Ticks hatte. Wo ist dein Rolex? Ich hatte die eine. Aber du würdest dafür Arsch geben. Also, weißt du, ich würdest für die weiß nicht, ob das jetzt noch schaumig würdest. No front, ne, aber könntest du eventuell doch die anderen Dinger holen, weil ich wusste ganz genau, die sind dafür nicht geeignet. Die sind auch in der Schublade unter dem Toaster. Das war volle Absicht, Frau Quentin. Könntest du mit uns den bitte doch ficken? Rüber! Schnell! Jalla! Die Aufnahme ist gleich vorbei! Mann, Alter, Gisela dreht in letzter Zeit so auf. Das ist nicht gesund, Junge. Ja, es geht doch, du kleiner Sonderschüler. Ja, genau, die meine ich, danke dir. Ja, hallo! Ja, ratet mal, wer blind wird, wenn er jetzt eine Fühler fischen kriegt. Leute, es ist zu hart. Es ist zu hart. Ich komme nicht mehr klar. Raffle auflösen. Ich. Der Blick da. Ich komme nicht klar, Mann. Leute. Ja. Nein. Doch. Nein. Ist ja auch ich hab grad gedacht, ich hätte Ausschlag. Nein, das ist von den Bären vielleicht. Du hast einen allergischen Schock. Ja, da kommt der kleine Hypochonder. Das ist, by the way, alles geschauspielert. So ein fucking Bullshit, Mann. Leute, ich war mit denen privat unterwegs. Jan ist krank. Ganz einfach. Geschauspielert, Digga. Ich könnte ausrasten, wenn ich sowas lese. Ja, wer kriegt dann eine Infusion? Ja, und wer kotzt sich dann voll? Ich komme in meiner Welt. Ich habe heute 4 Blutabnahmen. 4 Blutabnahmen. Hier kommt jetzt das Backpapier drauf und dann müssen wir das mit... Butter. Das Backpapier musst du, glaube ich, drauf tun, während das Ding ab ist. Wenn ich das jetzt eng mache! Aber das geht gar nicht. Du deine Mutti. Hab ich doch gar nicht. Wenn ich das jetzt eng mache, hör, das geht gar nicht. Wie deine Mutti. So schnell geschaltet, Mann. Ich wünschte, ich wäre auch so schnell. Wie gesagt, Raffle, by the way, auflösen. Danke. Echt? Meine Muschmusch. Diese, da kann man so leicht glücklich machen. Hallo! Gibst du mir das wieder? Nein! Ich brauch das aber. Ja! Ich bin zwar behindert, aber nichts ist so behindert wie die Lache von der Wife. Es stimmt. Schöne Grüße an Luca. Kannst du das was buttern? Ach, das muss gebuttert werden? Ja. Okay. Tijanik Live hat gewonnen. Ehrenbruder, Kuss auf dein Auge, Bro. Du hast gewonnen an der Stelle. Melde dich bitte bei SirRecochat44 und gönn dir deinen Gewinn rein. Danke. Das ist eigentlich voll schlau. Um dass ich nicht so häufig Kuchen backe. Luis Fiebrig, danke schön für das Sub. Aber wir hätten da schon ein bisschen mehr Früchte. Raffle ist vorbei, nicht mehr schreiben, danke. Ein bisschen. Nein. Ein bisschen nur. Das waren 3 Stück, du blöde Fotze. Ich wollte eigentlich vorschlagen, wir können die restlichen Früchte ja zum Verzieren nehmen. Oder die Smarties. Hat sich erledigt. Ja, hat sich erledigt. Ob du noch welche findest. Also ich finde hier genug, aber ich will jetzt nicht unbedingt für den Kuchen verwenden. Willst du damit sagen, hier ist es unsauber? Blödes Arschkind. Sorry. Sorry, wir machen einfach weiter. Hygienestandard, egal. Das kommt jetzt in den Backofen und wir müssen uns jetzt an die Füllung machen quasi. Oh, guck mal jetzt. Nein. Unser schöner Kuchen, was eigentlich nur der Boden ist, kommt jetzt in den Backofen. Für wie lange nochmal? Für 10 Minuten. Okay, es geht mal ein bisschen nach vorne. Ah, ja. Führerschein. Auf jeden Fall. Wir haben gerade unseren Boden aus dem Ofen geholt und unsere Milka-Creme, die jetzt zwischen die beiden die Bodenlagen kam. Das sind quasi 3 Stück. Bitte? Wir schneiden jetzt den Boden in 3 Teile. Ah, okay. Das Ding ist, die kriegen es trotzdem am Ende immer noch hin, dass es aussieht, als könnte man es essen. Das ist so insane. Wenn ich so einen Kuchen backen würde, der wäre der letzte Scheiß offen. Der Lage kommt sowas. So in Teile? Genau. Das schaffen wir nicht. Warum bist du so pessimistisch? Ich bin realistisch. Ich hoffe, der ist nicht mehr flüssig. Ist das
So, jetzt. Oh, nice. Ey, das sieht doch voll gut aus. Krass, hat also gut geklappt. Ich muss echt sagen, Props an uns selber. Ist sogar Quentin begeistert. Props an uns selber. Nein. 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 Gut, ist jetzt nicht so schlimm, kann man noch essen. Alles gut. Ich muss es schneiden. Dann ist es nur hier flüssig, an der Mitte ist halt flüssig. Ja, die Mitte, das ist egal. Okay. Perfekt. Die Mitte brauchen wir bekanntlich. Ich darf das mit Schokokuss. Nein, nein. Guck mal, warum nimmst du ihm das nicht weg? Ja, okay. Gut, dass der so fest ist, oder? Oder sollen wir die Milka-Soße einfach oben drüber machen? Ja, machen wir. Wir schütten das einfach zu. So. Heute schütte ich mich zu. Immer wenn irgendwas nicht richtig bei uns funktioniert, müssen wir einfach dagegen ankämpfen. Dann schütten wir uns einfach zu. Hör auf, mein Loch zu filmen. Ja, hier ist ein kleines Missgeschick gerade passiert. Das ist mein Loch. Nee, das ist hoffentlich nicht dein Loch. Bro, wenn dein Loch so aussehen würde, aua zum Arzt. Mama, falls du das Video siehst, wie sehr bereust du es gerade, diesen Kuchen gegessen? So. Entweder du frisst das oder ich nehme dir die Schubkarre weg. Welche Schubkarre? Stopp, warte mal. Kann das hier rauslaufen? Ich glaube nicht. Hoffe ich. Wir werden es gleich sehen. Nein! Noch mehr! Nein, 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 nein. Doch, der Rest muss auch lieber da rein. Den Kopf schütteln als auf den Kuchen. Machen da noch ein paar Dinger drauf. Ein paar Beeren. So, Bro, ich bin so auf das Endergebnis gespannt. Ein bisschen fester wird, aber... Das sieht einfach aus... nichts an Ende. Seine Hand, warte mal, was da passiert? So, dafür, so, dass wir wirklich gar kein... Digga, er sieht aus, als hätte er irgendein Tier ausgeweitet oder mit der falschen Frau. Irgendwas ganz Verrücktes gemacht, Alter, Digga. Keine Ahnung haben, wie man sowas macht, wie immer. Und das jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich hoffe nicht. Also, er ist okay geworden. Schreibt... Dieser Kuchen sieht so geistkrank scheiße aus. Checkt auf jeden Fall die Jungs von Gewitter im Kopf gerne ab, Leute. Extrem empfehlenswert, Mann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meiner Hochzeit keinen Kuchen macht. Was für eine Hochzeit. Ich werde ewig alleine. Reden wir nicht drüber, meine Freunde.